Bitte seien Sie mutig, fragen Sie, diskutieren Sie, löchern Sie uns. Polnische Forststudenten hatten noch vor dem Inkrafttreten der zahlreichen Schutzmaßnahmen vor dem Coronavirus den Forstbezirk Eibenstock besucht. Sie wollten mehr über die naturnahe Waldbewirtschaftung erfahren. Der Forstbezirk Eibenstock sei weit über die Grenzen Sachsens für seine Vorreiterrolle beim Waldumbau bekannt, heißt es in einer Mitteilung. Jährlich kommen hunderte Studenten ins Erzgebirge und machen sich einen Eindruck davon, wie eine naturgemäße Waldbewirtschaftung umgesetzt werden kann. Zusammen mit Vertretern der Fachrichtung Forst der Technischen Universität Dresden gingen die polnischen Studenten mit dem Revierleiter auf eine forstfachliche Exkursion durch den staatseigenen Wald bei Eibenstock.